Hust, Schnief und Schneuz. Es liegt wieder die volle Polle Frühling in der Luft. Doch in diesem Jahr nicht nur für Allergiker ein Problem. Jetzt spielt auch noch das Coronavirus mit. Eine groß angelegte Studie kommt zu dem Ergebnis, in manchen Städten ist die Infektionsrate um 20% gestiegen bei besonders aktiven Pollen. Die Pollen machen uns empfänglicher für virale Infektionen. Und so zeigt sich, dass Pollen den Weg bahnen können für SARS-CoV-2-Infektionen. Wir glauben, dass es auch in diesem Jahr durchaus zu einem Effekt kommen kann, dass der Pollen die Viruspandemie weiter anfeuern kann. Allergiker werden damit zur besonderen Risikogruppe. Pollen schwächen aber jedes Immunsystem. Die Folge: Viren können sich leichter einnisten. Eine Infektion ist wahrscheinlicher. Ein zusätzliches Problem: Die Pollensaison beginnt nicht nur früher, sie dauert länger und ist intensiver geworden. Schuld ist der Klimawandel. Es ist sicher so, dass die wärmeren Temperaturen, die wir in den Herbst- und Wintermonaten erlebt haben, in den letzten 20 Jahren, dass die dazu führen, dass die Pollen auch früher ihre Pollen freisetzen. Der Rat der Forscher für die Pandemie-Pollensaison: Eine Maske auch im Freien tragen, denn partikelerprobter Schutz hält neben Viren auch Pollen fern.